Viertel vor eins ist gleich, hier ist Radio Wuppertal. Peter Pan kommt nach Wuppertal am Wochenende und das Beste, Eintritt frei. Also schöner Sonntagnachmittag mit den Kindern im Apollo. Das Theater 11 kommt extra aus Bremen. Das Besondere, viele Kinder spielen da natürlich mit. Und das sind, ja, es klingt immer so doof, es sind benachteiligte Kinder. Also auch viele Ausländer zum Beispiel dabei. Die Regisseurin ist Kira Petrov, mit ihr habe ich gesprochen, über Peter Pan. Hallo Frau Petrov. Ja, guten Tag. Ja, erzählen Sie mal, Peter Pan in Wuppertal. Was können wir da erwarten, worauf können wir uns da freuen? Ein tolles Kindermärchen oder Märchen eigentlich für die ganze Familie mit knapp 20 Schauspielern aus Bremen. Im Übrigen jetzt am Wochenende hat das Stück ein Grand Prix gewonnen bei einem Kindertheaterfestival. Peter Pan, ich glaube, jeder kennt die Geschichte. Sie sprechen ja auch vor allem ja Kinder natürlich an. Was fasziniert Sie so an dem Stück? Das Stück ist eigentlich also für jeden Alter. Für mich geht es darum, dass einfach dieses Thema Verantwortung tragen und übernehmen in den Vordergrund zu stellen, egal ob du alt oder jung bist. Denn Peter Pan will ja nicht erwachsen werden. Mhm. Und da können schon einige Erwachsene, glaube ich, auch einen abgucken und sagen, ja, ich erkenne mich wieder. So, und das ist einerseits toll und super. Andererseits lernen unsere Kinder so in diesem Stück, dass es eigentlich ganz, ganz schön ist, wenn du für die andere auch verantwortlich bist und dich um die andere kümmerst und dir Gedanken machst, was passiert denn mit den Eltern, wenn ich weg bin und ja, wie fühlen die sich? Ich habe neulich noch den neuesten Kinofilm gesehen, Pan. Das war ja so ein bisschen so die Vorgeschichte. Jetzt haben das ja auch schon ganz viele Leute irgendwie immer anders umgesetzt, wobei die Grundgeschichte natürlich immer sehr ähnlich ist. Worauf haben Sie da jetzt geachtet als Regisseurin? Ich habe darauf geachtet, dass die Kinder ganz viel Spaß haben und dass diese Geschichte auch märchenhaft rüberkommt, dass man für knapp 2 Stunden sich in dieser Welt von Peter Pan einfach eintauchen lässt und es genießt. Also wir haben das wirklich traditionell für Kinder inszeniert. Ja, Frau Petrov, dann freuen wir uns darauf, dass Sie nach Wuppertal kommen mit Peter Pan und wir sehen uns dann ja da bei der Aufführung und wünsche bis dahin erstmal alles Gute. Wir freuen uns auch. Danke, tschüss. Tschüss. Genau, ich bin als Moderator auf der Bühne dabei. Peter Pan am Sonntag in Elberfeld im Apollo. Der Eintritt ist frei, Sie können sich da selbst auf die Gästeliste schreiben. Das geht bei uns auf der Homepage, der Link steht auch nochmal bei uns auf Facebook. Und die Seite finden Sie auch ganz leicht über unsere Internetseite radiowuppertal.de.